Wo bist du gerade? Ich such dich. So, ja, ich bin auf dem Weg nach oben. I can see you. Ich komme dir entgegen ein bisschen. Da bist du ja. So, genau. So. Hier ist das Haus, da drüben. Weißt du, wir können ja sagen, dass wir einfach, ja, das erst wieder zurückgehen. Entweder wenn wir Level 50 oder so erreicht haben, oder wenn wir halt einen Diamant abgebaut haben, oder so. So. Shaklai like diamonds. Das ist dann auch so ein bisschen, also ich, nee, es ist jetzt nicht wirklich wie Hardcore, aber ich sag mal, wenn wir weit laufen, dann finden wir eh nie wieder hin. Und, weißt du, ich meine, das ist so ein bisschen Nervenkitzel. Also ich wollte sogar mal, das können wir jetzt auch machen. Hey, wir können mal ein Hardcore-Spiel machen, ne? Wir können, so, wir machen eine neue Konfiguration. Ich meine, das können wir jetzt aber auch stattdessen machen. Weißt du, einmal tot und das, die Welt ist weg. Das können wir auch machen. Was sagt ihr mehr zu? Einmal, also Hardcore oder hier? So, auf jeden Fall legen wir uns mal kurz ins Bett, weil der Regen geht mir sowas von auf den Geist, ey. Bei mir regnet es. Achso, ich hab den Regen ausgeschaltet. Achso. Ja, gut, dann mach ich das jetzt auch mal. Eigentlich nur Options und dann Video. Da. Ich kann Clouds ein- und ausschalten. Ach, guck mal hier. Wo ich alles einstellen konnte. Also, Video-Settings. Ich hab halt mir wieder den Dingens geholt, ne? Der Optifine. Achso, ja gut, ohne den kann ich es dann nicht machen. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Also ohne den müsstest du es leichter finden. Wenn es es gibt, müsste es ohne den leichter zu finden sein. Nee, oder einfach ins Bett legen. Ich glaube, das geht dann auch weg nach einer Zeit. Ja, gut, ich komm. So. Ich bin so schön verstrahlt. So. Also jetzt legen wir hier am besten mal alles ab, bis auf, ich würde sagen, ich nehme für jeden von uns ein volles Iron-Schwert. Oder sollen wir einfach gar nichts mitnehmen, nackt loslaufen? Ja, ich glaube, wenn überhaupt, dann gar nichts, oder? Ja, lass alles weglegen. Wir sind nackt. Ich ziehe mir auch die Klamotten aus. So. Ich bin so schön verstrahlt. Jetzt hast du es auch im Kopf. Es geht nicht mehr weg. La la la, keck. So, Amigo, habe ich noch was? Oh, ich habe noch Klamotten an. Die müssen natürlich auch ausgezogen werden. Ich will noch kurz was zu essen, dass wir uns jetzt einmal noch voll essen können, bevor wir loslaufen. Ich habe nur vorhin noch Fisch gegessen, also ich wäre voll. Okay. Es ist auch schön. Tageslicht, bei dieser Tageszeit kann man hier so ein Vorhaben schön umsetzen. Ja, wir können jetzt Klar, ein Creeper, Alter. Wir können jetzt nochmal direkt in die Runde fragen. Bumm. In die Runde fragen, was hättet ihr lieber? Sollen wir auch mal so ein Hardcore-Spiel machen, The Wally und ich? Glaubt ihr, wir schaffen das? Das würde mich auch irgendwie reizen, weißt du? Man spielt und weiß genau, wenn wir sterben, ist die Map weg. Ja. Das wäre schon geil. Egal. So, Melon abgelegt. Okay, ich wär soweit, du auch? Ja. Gut. Dann laufen wir mal. Also auf jeden Fall dann am besten in die Richtung, weil da ist nichts von uns. Wieso? Wir sind doch jetzt schon die ganze Zeit in die Richtung gelaufen, oder? Hier so in die... Ja, also wenn wir in die Richtung gehen, kommen wir halt an der Schienenstrecke vorbei und laufen halt Richtung Baumhausen so ein bisschen. Ja, achso. Deswegen am besten da lang. Da einfach. Da ganz weit lang. So. Ja. Tschitschitschitschani. Tschitschitsch. Scheiß Spinne schreit mich an. Was ist mit dir los, Spinge? Die macht merkwürdige Sachen mit ihrer Textur. Geht ab. Okay. Gut, dann legen wir einfach mal los. Achso, wenn wir jetzt rennen, verbrauchen wir ja so schnell unser Essen. Egal, dann müssen wir ein paar Viecher schlachten, aber Schafe bringen, glaube ich, nichts, ne? Kein Essen. Nee, also ich glaube maximal Kühe. Achso, und am besten stellen wir uns auch keine Betten auf, ne? Ab jetzt dann. Dass, wenn wir sterben, dass wir auf jeden Fall im Landhaus zurückkommen und nicht irgendwo zwischendrin. Ja, okay, Moment. Dann sollten wir vielleicht... Warte mal, wir nehmen gleich ein bisschen Holz mit. Ja, nehmen wir Holz mit, genau, das war unser kleiner Unterschlupf. Ja gut, ich meine, theoretisch müssen wir dann auch nachts uns bewegen, sonst stehen wir nur im Unterschlupf rum. Das ist ja gerade das Hardcore-mäßige, wir müssen immer Lavedo. Am besten nachts halt in Höhlen gehen und da kämpfen. Ja, ohne Werkzeuge, ohne Schwert? Ja, das müssen wir jetzt machen, ja. Achso, wir dürfen uns auch nichts craften. Doch, das müssen wir jetzt machen, das sag ich ja.
Ach so, okay. Also wir können uns alles craften. Wir können uns auch, wenn wir es soweit schaffen, eine Map machen eigentlich. So, ein wenig Holz. Ich mach mal ein Ding, eine Workbench. Und mach für jeden von uns jetzt erstmal. Ne, ich mach für jeden von uns eine Spitz. Ich mach eine Spitzhacke, hol ein bisschen Holz und dann machen wir aus dem Stein dann unsere Sachen, okay? Ja. Also ich habe eine Dingens gemacht, mach du am besten erst noch gar nichts, dass wir das Holz nicht verbrauchen für Holz, für irgendwelche, du weißt schon, für irgendwelche Holzscheiße. Ich hol jetzt noch ein bisschen Stein. Wir sind ja hier im Wald. Ich mache jetzt erstmal ganz viel Kram. Und dann kann ich ja trotzdem noch was abhacken, wo wir mitnehmen können. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal eine Holzaxt, damit wir jetzt schneller. Genau, hol du das noch Holz abernten können. Genau. Mach du dann mit der Holzaxt das Holz. Ich mache hier noch ein bisschen die Erde. Den Stein, meine ich, hole ich jetzt. Und dann können wir ab da schon alles aus Stein machen. Da, so schön verstrahlt. Wir müssen wissen, es ist schon recht spät, also verzeiht uns vielleicht, wenn wir ab und zu mal gähnen. Es ist immerhin schon 11:30, ne? Haben beide heute einen langen Tag gehabt. Wo bist du vorkommen, als warst du früher zu Hause? Wann warst du heute? Ich dachte, als du mit mir geschrieben hast, wann ich zu Hause bin, so dachte ich, du bist schon zu Hause und frickst deshalb. Ach so, nee. Ah, okay. Ich bin nämlich heute, wann bin ich heimgekommen? 3:30 oder sowas. Geht ja noch. Und ja, beide einen sehr langen Tag gehabt. Zack. Obwohl es geht, also ich habe Freitag schon früher Feierabend, aber ich war so um, keine Ahnung, so um 4 oder sowas zu Hause, glaube ich. Ja, okay, so wie ich. Ich meine, eigentlich, ich kann ja, so gesehen, kann ich ja nicht meckern, weil ich ja auch nicht so extrem früh aufstehen muss. Also ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden. Das ist ja für dich schon ausschlafen wahrscheinlich, ne? Ja, wenn ich ausschlafe, dann schlafe ich schon so bis um 10, 11. Ja. Ich finde morgens, ich würde lieber noch um 6 anfangen, statt um 7 bei mir in der Arbeit. Also ich fange auch um 7 an, also um 7 ja. Beginnt meine Arbeitszeit, aber ich muss halt ziemlich weit fahren. Und ja, deswegen dann noch Fahrgemeinschaft, wo man irgendwelche Leute abholen muss. Naja, das ist halt kacke. Da geht nochmal mehr Zeit drauf morgens. Und ja, ich würde aber lieber um... Morgens eine Stunde tut nicht so sehr weh, wie abends nochmal eine Stunde länger einfach auf der Arbeit zu hocken. Ja, das denke ich mir auch mal. Ob du jetzt um 4 Uhr aufstehst oder um 5 Uhr, das ist irgendwie gleich schrecklich einfach. Ja. Das ist, keine Ahnung, das hat irgendwie nicht so den großen Unterschied. Es ist beides mal einfach schrecklich. Ja. Aber der Unterschied zwischen den zwei Schrecklichkeitsgraden ist nicht so groß. Und wenn das bedeutet, dass ich aber dafür abends eine Stunde früher nach Hause kann, dann würde ich auf jeden Fall eine Stunde früher aufstehen. Genau, so sehe ich das auch. Also ich hasse es, wenn ich weiß nicht, wenn man morgens eine Freistunde hat, ist es schon nicht schlecht, wenn man etwas länger schlafen kann. Aber was die ultimative Kacke ist wenn man morgens früh aufstehen muss, hingeht und halt im Studium zum Beispiel jetzt, da ist es ja eher so, dann irgendwie mal zwischendurch 3 Stunden Pause hat und dann aber immer noch weitermacht bis abends. Das ist das Dümmste, das hasse ich. Ja klar, morgens eine Freistunde ist schon nett, aber du musst dann überlegen, du hast morgens eine Freistunde, aber musst eine Stunde länger nachmittags da bleiben. Oder halt so, genauso, das ist ja dann nämlich der Fall. Oder halt genauso lang wie sonst auch. Also ich meine, bei uns ist es ja so, wenn morgens was wegfällt, wird es abends ja nicht dafür länger. Es ist ja genauso lang. Aber ich hätte es dann lieber so, dass alles so geschoben wird, dass alles nach vorne gezogen wird und ich früher heim kann. Ich stehe auch lieber früher auf und gehe halt hin, anstatt mich abends dann noch lang rumzuquälen. Beziehungsweise nachmittags. Ja. Guck mal, ich habe jetzt Sachen für dich gemacht. Wo bist du gerade? Ich wollte auch gerade ein bisschen Stein holen. Wo bist du? Bist du in das Loch gegangen, das ich gebuddelt habe, oder? Ach so, nee, ich bin hier an... Da waren so kleine Mini-Hügel, da habe ich gedacht, da finde ich ein bisschen Kabel. Ja. Weil ich habe nämlich 43 Stein. Ah, da bist du ja. Guck mal hier, also ich habe einmal das hier für dich, dann einmal ein Schwertchen und einmal eine Axt. Ich hole jetzt noch hier ein bisschen Bäume weg und dann können wir eigentlich weiterlaufen, oder? Ich mache für jeden noch ein paar Schwerter mehr. Ich mache jetzt noch ein paar Schwerterchen. So. Ich
Ich habe es noch für jeden zwei Schwerter gemacht, weil ich denke, das ist erstmal am wichtigsten. Und wir sollten auch schauen, dass wir so schnell wie möglich eine Höhle finden. Ich habe dir die zwei zugeschmissen übrigens. So schnell wie möglich eine Höhle finden, um dann wiederum Metall zu finden, dass wir uns eine Rüstung bauen können. Oder Kühe für Leder. Weil, dass wir es auch ein bisschen aushalten hier draußen. Und wir brauchen Essen. Oh, wir brauchen Essen. Ja, das wäre jetzt erstmal das Wichtigste. Ja, das ist das Allerwichtigste. Entweder bauen wir uns, müssen wir Spinnen killen, dass wir Angeln haben. Ja, hier ist eine Höhle. Wow. Ach du Scheiße. Der Trip wäre fast vorbei gewesen. Ich wäre fast in die Lava gejumpt. Aber da unten ist, da ist Kohle. Die Kohle hätte ich gern. Hier. Also Lava auf der Höhenlage ist extrem selten. Das habe ich ja, glaube ich, noch nie gehabt. Wenn man es nicht künstlich erzeugt. Also ich weiß noch, so nah ist. Auf unserem anderen Server, den wir hatten, den ersten, den wir hatten, wo wir dieses mit Glas überdachte Teil hatten, da war auch ein Lavasee, so. Ich hole jetzt schnell die Lava da raus, ja? Ach, die Lava da raus. Die Ding. Ich habe jetzt ein bisschen Kohle, das heißt, wir könnten etwas Licht erstellen. Uns also in Höhlen aufhalten. Aber Essen ist jetzt wirklich extrem wichtig. Schade, dass die Schafe nichts Essbares bringen. Lass mal, vielleicht finden wir so eine Kuhherde wieder, weißt du noch? Wie in diesem einen Wald? Ja. Überall Schafe, die ganzen Schafe da hinten, scheiße. Oh, ich kann schon nicht mehr rennen, ich habe nur noch drei Essensdinger. Ich bin noch, mir fehlt ein halbes nur. Echt? Ich weiß nicht, warum ich so wenig abgebaut habe. Ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, was man isst. Diese scheiß Melonen verbrauchen so viel vom Balken. Ich habe Fische gegessen. Ja, das stimmt auch, ja. Da drüben sind Kühe, siehst du sie? Ja, ich kill sie mal. Warte, lass mich auch noch dazu kommen, ich lass dir wegrennen, weil ich kann auch nicht mehr rennen, dann kann ich den ja schlecht einholen, dass wir zusammen gleich oder so. Ach so. Ja, nee, jetzt ja, ich kann's auch rüberschmeißen oder so. Vor allem, nee, ich wollte gerade sagen, dass wir zusammen draufkloppen können, dass die nicht wegrennen, aber die rennen ja eh nicht weg. Wenn andere geschlagen werden, bleibt der Rest ja stehen. Ich dachte, die reagieren herdemäßig und hauen ab. Ich habe jetzt, jawohl, zwei Leder und sechs Fleisch, das ist schon mal richtig gut. Ich glaube, mit drei Fleisch ist man direkt voll, ne? Keine Ahnung, also ich habe jetzt auch vier, aber das müssen wir natürlich erstmal anmachen. Aber wir haben ja genug Cobblestone, um kurz. Sonst wird es auch langsam dunkel. Sollen wir jetzt kurz irgendwo was reinbuddeln oder sowas? Lass ein Höhlchen schnell noch suchen, genau. Guck mal, da drüben ist bestimmt gleich was. Ich habe noch ein bisschen. Ich hack noch schnell das Holz hier ab. Da drüben sind noch Kühe rechts, lass noch die Kühe killen. Das ist jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir die Kühe schlachten, dass wir genug Futter haben. Genau. Wenn nicht, buddeln wir uns, schaben wir uns irgendwo in den Berg rein, kurz. Genau, genau. Aber ich denke, hier ist eh gleich was um die Ecke, dass irgendwo. Die Kühe stehen dann nicht einfach so hier rum, hier muss ein Loch sein. Ja, hier ist. Hier ist eine Höhle. Ich mache jetzt aus den zwei. Ich mache jetzt aus dem Kohleding eine Fackel. Vier Fackeln, so. Jetzt gehen wir in ein Stückel rein, genau. Ich komme zu dir. So, und jetzt gehen wir in die Höhle, wo die Quelle des Bösen ist. Ich sehe da unten schon Creeper rumlaufen. Das scheint eine ziemlich große Höhle zu sein. Da rechts. Ich stecke hier ein bisschen Gold. Ich stecke hier oben direkt ab. Oh ja, ey, die sieht gut aus. Das ist ein Volltreffer hier für uns zwei. Da kommt ein Hühnchen reingehüpft. Ja, komm her. Wir brauchen dein Fleisch. Ja. Hey, das ist irgendwie ist das geil. So werden nämlich die Sachen voll wichtig, wenn man die ganze Zeit nur unterwegs ist. Wird das Fleisch wichtig, Jenny? So, genau, hier ist jetzt endlich Stein, da kann ich auch für mich ein bisschen was. Ich kann dir ruhig was geben, wenn du was brauchst. Ne, ich wollte mir nur mal einen Ofen machen, um das Fleisch mal reinzuschmeißen. Weißt du, das Geile ist auch, wir müssen eigentlich nie so viel abbauen, dass wir uns irgendwas Großes bauen können. Wir müssen eigentlich immer nur, wenn wir uns einmal einen Ofen gebaut haben, halt den Ofen dabei haben und die ganzen Zutaten, ein bisschen Stein, ein bisschen Holz und das war's, ne? Ist auch geil. Hast du ein Crafting Table mitgenommen? Ja. Natürlich, natürlich. Brauchst du schon? Ich habe mir jetzt mal einen eigenen gemacht, dass jeder mal ein Crafting Table hat, den er mal spawnen kann. Okay. So. Oh, wie dumm. Ich brauche ja 8 und nicht 7. Warum habe ich nur 7 abgehackt? Den Sand kann ich ja auch verhuddeln. So. So. Und dann. Dirt brauchen wir noch weniger. Ah, Kohle fehlt uns aber noch ein bisschen. Oder? Moment mal. Nee. Ja gut, das werden wir jetzt in der Höhle finden. Ja, guck mal, was hier ist. Ich habe Kohle. Ich habe übrigens Kohle. Also wenn du willst, können wir da oben unser provisorisches Lager aufbauen. Wo wir halt den Scheiß brennen und so. Oder komm am besten noch ein Stück runter mit dem ganzen Kram, dass von da oben was reingesprungen kommt, oder?
Oder wir bauen es halt zu. Ja, oder wir bauen. Ja, baust du. Warte, ich mache eine Tür hin, komm. Aua. Oh, ich muss jetzt eh was essen. So. Zack, 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 zack. Okay. So, dann werde ich das da oben ein bisschen auskleiden und werde dann einfach eine Holztür dran setzen. Nur da. Wow, 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 da kommt ja direkt was reingehüpft. Hast du es im Griff? Oh, ich gehe langsam down. Ich esse direkt mal was, ne? Dass ich nicht weiter down gehe.